Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Tea Challenge. Und wir sind wieder hier mit Amaya und Jeremy, die gerade eine gute Zeit in diesem Busch hatten, woraus Gott sei Dank nichts entstanden ist. Beim letzten Mal haben wir sehr große Abenteuer mit Celeste erlebt, denn sie hat ihre Großeltern kennengelernt, ohne dass Amaya etwas davon weiß. Und Jeremy hat sie dabei gesehen, hat dann Amaya zumindest ein paar Tipps gegeben, dass da vielleicht was im Argen ist, möchte aber trotzdem das Vertrauen seiner Tochter nicht brechen, weswegen er auch nichts Genaueres gesagt hat. Deswegen schauen wir einfach mal. Ich denke, Amaya wird es herausfinden, spätestens wenn die Schule dann irgendwann Bescheid gibt und sich meldet und sagt, Entschuldigung, warum kommt ihre Tochter nicht mehr zum Unterricht? Sie singt hier erstmal. Sie ist so eine Mut manchmal, ne? Sie ist so süß. Aber wir sollten jetzt, glaube ich, auch langsam mal nach Hause gehen. Sie hatten eine gute Verabredung, ist ja alles schön gut. Aber irgendwann muss sie ja auch mal wieder zu ihrer Tochter gehen. Hi, Girl! Dir geht's ja super. Was denn hier los? Ansonsten habe ich auf jeden Fall noch vor, dass wir uns vielleicht ein bisschen mit Elia anfreunden vielleicht. Und mit Janko weiter. Weil ich meine, sie wünscht sich ja auch mit Elia befreundet zu sein. Deswegen können wir da auf jeden Fall mal unser Bestes geben. Warum steht sie immer um 6 Uhr auf? Ich meine, mir soll es egal sein so, ne? Sie geht auch direkt schon wieder im Schnee spielen. Also es ist richtig süß. So, und unsere Kartoffeln sind jetzt auch mal wieder ready. Haben jetzt irgendwie tagelang auch schon wieder nichts von sich gegeben. Wir hatten auch kein Video oder so mehr über. Mensch. Dann fügt mal kurz was zur Instagram-Story hinzu. Ich habe keine Lust, dass sie hier das Level wieder verliert. Ich kann ja nochmal ein paar Modetipps geben in einem Video. Warum passiert sowas eigentlich immer? Nein, wir geben nicht irgendwelchen random Leuten die Nummer. Großer bester Freund, süß. Sie macht jetzt erstmal ihre Hausaufgaben. Also sehr verantwortungsbewusst, die süße Maus. Danach kann sie übrigens auf Kommentare antworten, das ist vielleicht auch mal sinnvoll. So, diese kleinen Stücke liebe ich. Hashtag OOTD. Hashtag Fashion. Cherry! Aber das ist die falsche Cherry, oder? Ja, das ist die falsche Cherry. Ja, nee, dann geh. Irgendwie ist die ja zweimal platziert worden in diesem Dings, das ist ganz wild. So, aber es ist jetzt 23:30. Ich würde sagen, wir laden jetzt Elia mal ein und wir treffen uns im Park. Wäre doch mal eine Idee, oder? Also ich zeige euch die süße Maus jetzt mal einmal. Ihr seht schon, Moschino-Boots und so. Und sie hat auch ein bisschen Lippenstift drauf. Und jetzt frage ich euch wahrscheinlich, hä? Das ist ein Kind, was zur Hölle. Aber sie ist ja ein Landgrab und es geht mir einfach darum, dass sie halt sehr wohlhabend aussieht. Ja, das war auch eigentlich schon alles. Trotzdem ist sie sehr süß, deswegen. Hi, Girl! Wir wollten uns doch mal ein bisschen kennenlernen. Und hier ist ja auch Spielzeug und so, deswegen können wir ja mal zusammen spielen. Hier ist sogar noch ein Kind, aber den kennen wir nicht. Oh, hier ist auch nochmal ein Kind. Überall sind Kinder. Könntest du vielleicht nicht hier eine Sauerei veranstalten. Süß, ihr beiden. Oh, Dirk Traumtänzer ist hier. So, danach könnt ihr ja wieder mal euch ein bisschen unterhalten. Guck mal, die verstehen sich auch richtig gut. Süß. Vielleicht fühlt sie es ja auch nicht so, dass sie eine Landgrab ist. I don't know. Oh, ihre Mom ist einfach auch hier. Warum auch immer. Ah, nee, das ist Clara Bjergsen. Ich verwechsel immer Nancy und Clara. Aber hier sind echt viele Leute gerade. Und dabei ist der Park ziemlich klein. Ich weiß auch nicht, wieso sich Lukas Munch hier irgendwie einklingt bei uns, aber ist mir auch egal. Cute seid ihr, wirklich. Sind wir Freunde? Ja, süß. Ihr könnt ja auch zusammen hier hinten nochmal ein bisschen spielen. Finde ich nämlich auch süß. Wait a minute. Warum ist Jeremy immer da? Ist das geil. Fahrt ihr jetzt hier im Schnee Fahrrad oder was? Nee, geht nämlich gar nicht. Elaine! Ich würde jetzt nicht meine Enkelin anrufen und fragen, ob ich noch ein Kind kriegen soll. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, wenn ich ehrlich bin. Sie haben eine Enkelin, die schon im Kindesalter ist. Nein. Oh, und Jeremy geht jetzt. Okay. Ja, ihr zwei, ihr könnt ja nochmal mit nach Hause kommen. Dann könnt ihr ja eine Schneeballschlacht machen. Das ist voll süß. Und du kümmer dich um dein Video. Ich sollte viel öfter diese Schneeballschlacht machen. Irgendwie fällt das bei mir immer so ein bisschen unter das Radar. Was ist, wenn sie sich einfach mal eine Pizza kaufen? Irgendwie fühle ich das gerade ein bisschen. Gerade auch, weil die Freundin da ist und so. Ich meine, das kostet uns ja eh nichts. Sie möchte mit Elaine Freunde werden. Ach, Manu. So, dann nehmen wir mal die Pizza an. So, okay, man kann die Leute nicht zum Essen rufen. Schade. Das wäre jetzt irgendwie süß gewesen. Hier, dann ab an den Kühlschrank damit erstmal, ne? Lecki. Okay, leider kann man die Konsole da nicht draufstellen. Aber können sie ja hier unten hinstellen. Das müsste ja dann eigentlich funktionieren, oder? Weil ich fände es cool, wenn die beiden Mädels jetzt ein bisschen zusammen zocken. Ja,
Ja, es scheint zu funktionieren. Sehr schön. Jetzt hat sie ihre Hausaufgaben hier. Das finde ich immer ganz schlimm. Aber süß. Das finde ich richtig cool. Ich meine, das sind halt Dinge, die macht man halt mit seinen Freunden, ne? Keine Ahnung. Ich meine, gerade haben wir ja ganz gut Geld. Da kann man sich auch mal was leisten. Und ich muss jetzt auch mal eine Sache machen, übrigens. Ich kann dieses Outfit nicht mehr sehen. Das Ding ist, wir sind ja immer noch in diesem Lifestyle, dass wir jetzt Sachen noch nicht unbedingt so wegtun würden, einfach so, nur weil sie uns nicht mehr gefallen. Deswegen würde ich ihr dann eher ein zweites Outfit noch geben zum Schlafen. Das heißt, wir würden es ja zumindest dann ein bisschen seltener sehen. Das wäre dann ja schon mal toll. Also die pushen meinetwegen, aber dieses Oberteil muss unbedingt weg, Alter. Junge, ist die ripped? Ich kann nicht mehr. Das finde ich süß. Damit bin ich erstmal einverstanden. Oh, Elijah geht. No. Also es ist auch schon kurz vor 9. Ist vielleicht besser so. Irgendwann muss man ja auch mal nach Hause gehen, ne? Wer weiß auch, wie streng die Landgrabs sind. So, und dann kann sie das Video auch noch mal kurz hochladen, bevor sie dann ins Bett geht. Ihr ausgezeichnetes Gespür für Mode hat Amaya 34 Follower eingebracht. Auf Trendy? Sie hat 200 Follower? Wow. Auf fucking Trendy, Mann. I didn't know. Wieso ist sie vor 5 Uhr eigentlich wach? Aber das Outfit gefällt mir so viel besser jetzt schon. Danke, ich brauche ein bisschen Abwechslung in meinen Augen. Warum ist das Klo kaputt? Celeste hat einen lockeren Zahn. Ach, du arme Maus. Frühstück erstmal ganz in Ruhe. So, die Hausaufgaben verkaufe ich jetzt einfach. Also, ich meine, wir haben jetzt eh kein Geld dafür bekommen, aber das ist Celestes Schreibtisch und ich kann die Sachen sonst nicht wegräumen. So, wir schicken mal eine SMS an sowohl Elaine als auch Mizuki. Und vielleicht haben die ja Lust, was zu unternehmen. Kartoffeln! Sims in a nutshell, Alter. Der Modus die Streetwear ist momentan angesagt und der Modus die Streetwear ist momentan out. Aber ich vergesse immer, dass es Trendy überhaupt gibt. Wenn hier eher so Streetwear ist, ne? So, ans Angebot. Nina Caliente und Vanessa Jeong. Wuschelpuschel. Ich meine, wir können natürlich auch nach Copperdale gehen und uns selber was zusammenstellen. Wir müssen es ja nicht verkaufen. Es reicht ja, wenn wir dann selber sagen, okay, wir haben hier mal einen Look erstellt. Weil sie ist ja sehr modebewusst. Also warum eigentlich nicht? Und Geld für Kleidung ausgeben ist vielleicht auch mal ein bisschen realistisch. Und wenn sie letztendlich sagt, dass das dann Sachen sind, die sie, ja, keine Ahnung, in der Öffentlichkeit dann mal trägt oder so, wenn sie mal irgendwo auftritt. So, erstmal Geld abgezogen. Dann kreieren wir mal einen Look. Dann schauen wir mal, was heute angeboten wird. Ist halt auch cool, dass das dann ja auch Secondhand ist und so, ne? Eigentlich passt das richtig gut. Oh, das ist aus dem Dingenspack. Muss man das erst freischalten, weil ich glaube, ich habe das noch nicht gesehen. Das weiß ich gerade gar nicht. Das ist ja süß. Ich finde halt dieses hier voll geil. Und dann halt so. Weiß nicht, ob die Hose da unbedingt zu passt. Warte mal. Der Rest passt aber irgendwie noch weniger. Finde die eigentlich schon ganz geil. Vielleicht ein Schwarz? Doch, das ist cool. Es ist irgendwie casual und trotzdem auch nicht. I like it. Let's party. Ja, let's go. Süß. Rechnung haben wir auch noch bekommen. Hallo, ich hätte gerne einen Schoko-Bubble-Tea und einen Mini-Hamburger. Okay, morgen feier's. Schwänzt auch erstmal die Schule. Dann hatten wir doch eine gute Zeit. Cool. Wir können ja mal wieder in diese andere Bar gehen, die ein bisschen weiter weg von uns zu Hause ist. Ist ja potenziell ein anderes Publikum, ne? So, und sie fühlt sich gerade gut, deswegen let's go. Dankeschön for the money. Ach, herzlichen Dank. Der Ruhm, der steigt mir zu Kopf. Dankeschön. Jawohl. Ist das diesmal die richtige Cherry eigentlich? Nein. Hallo, herzlichen Dank. Warum sind die überhaupt Fans? Sind das meine Fans oder von wem? Ah, nee. Ryan Bowden. Denke, dass es seine Fans sein werden. Oh, der Star hat mir auch Cash gegeben. Ding ist, es ist ein Erwachsener. Das heißt, wir dürfen mit dem nicht reden, weil an sich. Finde schön, dass wir mitten im Foto stehen übrigens. An sich würde ich nämlich schon Kontakt zu Stars jetzt eventuell auch aufnehmen, weil hat ja nur Vorteile. Sophia möchte, dass wir vorbeikommen. Klar. Ich wäre jetzt sowieso jeden Moment gegangen. Wir haben ja schon einige Leute wieder auf unsere Seite geholt. Das ist gut. Hi. Warum ist sie so sauer auf uns? Hä? Was ist passiert? Oh, das Baby wurde zum Kleinkind. Säugling meine ich. Hier, gönn dir doch mal kurz einen Kaffeelatte. Sie hat die Hälfte daneben geschüttet. Sie ist ein Profi. Ich frag mich aber, wieso sie uns jetzt hier hingerufen hat, weil. Also, bisher hat sie uns nur einmal angeschrien. So, Celeste ist auf jeden Fall auch schon wieder von der Schule zurück. Warum wollt ihr euch gegenseitig anschreien? Hör auf! Ist nicht okay. Also, aus welchem Grund? Im Wandschrank rumschmusen, ja? Moin. Vielleicht trainieren die beiden einfach mal zusammen. Sie wird zwar gerne joggen gehen, aber sie kann auch andere Dinge trainieren. Das ist okay. Sophia hat anscheinend keine Lust aufs Training. Oh Gott. Warum maulst du dich denn jetzt immer noch? Siehst du schon Level 6 in Fitness?
Sie muss ja gleich arbeiten. Dieses Abendsarbeiten, damit komme ich nicht klar. Ich vergesse es jedes Mal. Tschüss, viel Spaß auf der Arbeit. So, und sie sitzt ja gerade noch an ihren Hausaufgaben. Aber ich habe mir gedacht, sie schickt noch mal eine SMS an Elaine und eine an Mizuki. Und vielleicht antworten sie ja jetzt. Mizuki hat Lust. Dann auf geht's. Wieso denn so ein Ort? So, und dann quatscht doch mal miteinander. Aber bei dem Wetter rausgehen, also... Das ist auch irgendwie schon wieder wild, oder? Nach anderem Sim fragen. Oh mein Gott, ist das gut. Was denkst du denn über Mama? Hä? Ich habe Amaya noch nicht kennengelernt. Weil sie ist noch in der Liste drin. Vielleicht meinte sie so von wegen, ich habe sie jetzt so lange nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt aktuell ist quasi. Anders macht das nämlich keinen Sinn. Okay, zwischendurch haben die aber auch immer wieder Minus. Also ich kann mir vorstellen, dass Mizuki manchmal auch ein bisschen überfordert ist. Ich möchte ihr übrigens nur kurz die Sonnenbrille wegnehmen. Also im Sommeroutfit darf sie das gerne tragen. Natürlich sind wir im falschen Haushalt. Wieso kennt sie Doja Cat? Und wieso ist sie mit allen irgendwie negativ? Also muss ich mir Gedanken machen? Also wenn wir schon mal kurz hier sind, können wir noch mal kurz hier reinschnuppern. Okay. Bei Elaine sieht es auch jetzt nicht so viel besser aus. Warum hat sie Probleme mit Doja Cat? Ich bin so verwirrt. Ich würde an der Stelle aber auch erstmal den Part beenden, glaube ich. Wir müssen erstmal wieder unsere Erkenntnisse verarbeiten. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für die Story oder whatever, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!